06 TV wird präsentiert von Schaltplan, Ihr Partner für Ihre Schaltanlage. Lukas Schnellbacher heute in Kaiserslautern getroffen. Am Ende springt ein Punkt dabei raus. Kann man damit heute zufrieden sein? Ja, am Ende kann man schon damit zufrieden sein, aber natürlich war mehr drin. Den einen von mir hält er gut und wenn ich den Pass von Friedo vielleicht ein bisschen steiler bekomme, laufe ich alleine aufs Tor zu. Vielleicht kann ich dann mit Glück das 2-1 machen. Ja, aber ansonsten haben wir es schon hinten reingedrückt. Wir haben aber gut verteidigt heute und am Ende schon zufrieden mit dem Punkt. Besser als zu verlieren. War das heute die Vorgabe, erstmal wirklich richtig schön tief stehen, Kaiserslautern im Prinzip nichts zulassen, dann mal gucken, was nach vorne irgendwo geht? Ja, das war unser Plan. Wir wollten tief stehen und dann halt schnell umschalten nach vorne und da haben wir unsere Chancen drin gesehen und das Tor passiert ja nach einem schnellen Umschalten und haben eigentlich 1-2 gute Gelegenheiten noch. Müssen wir halt besser ausspielen, dann kommen wir zu klareren Torchancen, aber am Ende war das unser Matchplan, ja. Fridolin Wagner, das waren heute 19 Minuten ackern, arbeiten und vor allem auch erstmal defensiv dicht halten. Ist man am Ende mit dem Punkt dann zufrieden? Zufrieden, ja. 3 Punkte wären auf jeden Fall besser gewesen. Aber ich glaube, den Punkt auf Betzenberg können wir mitnehmen. Jetzt müssen wir halt gegen Würzburg 3 Punkte am besten holen und dann glaube ich, kann der Punkt viel wert sein. War das heute irgendwo ein Punkt des Willens? Nee, also ich glaube, das war heute unsere Taktik. Die haben wir halt so gewählt. Wille braucht man immer und ich glaube, wir haben die Taktik relativ gut umgesetzt. Kaiserslautern hatte klar ein paar Situationen, wo es ein bisschen gefährlicher war, aber fand jetzt nicht so klare Torchancen. Und wir hatten unsere 2-3 Konter und wenn wir vielleicht noch einen reinmachen, der an Pfosten geht zum Beispiel, dann gewinnst du hier 2-1 und freust dich. Jetzt den Fokus dann direkt auf Freitagabend richten. Wie wichtig wird dann so ein Heimspiel im Anschluss an sowas? Ja, wir wollen zu Hause gewinnen und so müssen wir auch auftreten. Ich denke, wir können ein paar Sachen, die wir heute gut gemacht haben, sollten wir mitnehmen in das Spiel gegen Würzburg. Und die Dinge, die heute auch nicht so gut gelaufen sind, das Gegentor zum Beispiel und das Offensivspiel teilweise, da haben wir jetzt wieder eine Woche Zeit, das zu verbessern. Und dann sollten wir gut vorbereitet sein für Würzburg, um da die nötigen Punkte einzufahren. Sascha Hildmann, 1 Punkt heute auf dem Betzenberg mitgenommen. Wie muss man den jetzt nach dem Spiel bewerten? Ich denke, man sollte ihn positiv bewerten. Hier in Kaiserslautern kann es doch mal ganz schnell unter die Räder kommen. Wir haben das Spiel Duisburg aufgearbeitet. Wir wollten auf keinen Fall wieder solche Fehler machen wie in diesem Spiel. Und heute, glaube ich, hat die Mannschaft sehr leidenschaftlich gespielt, sehr, sehr gut verteidigt. Und eigentlich war der Plan voll aufgegangen. Wir machen das 1-0. Konter, kriegen dann leider viel zu schnell durch einen verunglückten Torschuss von Kaiserslautern, fliegt der Skalatidis vor die Füße, kriegst das 1-1 und wenn du da mit einem 1-0 in die Pause gehst, glaube ich, ist mehr drin. Ansonsten dann die zweite Hälfte auch wieder gut verteidigt. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir gerade dann am Schluss gegen 10 Leute den einen oder anderen Umschaltmoment etwas mutiger rausspielen, aber im Großen und Ganzen sind wir heute mal zufrieden und wir müssen das 1-1 annehmen. Ich denke, es ist völlig okay. Und ja, irgendwo auch ein weiterer Auftritt, der zeigt, die Mannschaft hat die nötige Disziplin, die hat den Willen, die Leidenschaft, alles, was man ja irgendwo auch braucht. Ja, die Mannschaft lebt. Ich hoffe, man sieht das. Ich hoffe, das kommt an außen. Und wir geben mit Sicherheit nicht auf, wir sind voll dabei. Und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich habe es auch gesagt gerade, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und vielleicht ist dieser Punkt noch am Ende richtig viel wert.